Die 28. Runde steht vor der Türe. Herzlich willkommen zum Media Briefing am heutigen Freitag. Wir spielen morgen um 18.30 Uhr in der Südstadt gegen die Admira. Bei mir begrüßen darf ich Cheftrainer Franco Foda und Christian Dobras. Christian, letzte Woche 1-0 in den Rückstand geraten, aber dann noch zugelegt. Und am Ende konnte man oder hätte man die Möglichkeit gehabt, das Spiel auch noch zu gewinnen mit dem Stangenschuss. Gibt es der Mannschaft einen Auftritt? Ist das wichtig für die Moral? Ja, ganz sicher. Also wenn man 1-0 hinten ist und vor allem 1-0 eigentlich die besseren Chancen gehabt hat und dann in Rückstand geht und ja, am Schluss eigentlich noch gewinnen kann, ist natürlich bitter, aber ja, ist okay. Die Admira hat letzte Woche Rapid 4-0 geschlagen, überraschend, so die Höhe vor allem. Was macht die Admira so gefährlich? Ja, ich glaube, das ist eine junge Mannschaft, also auswärts bei Rapid zu gewinnen, das ist mit 4-0, das ist ja hervorragend, muss man schon sagen. Und jetzt ist die Frage, ob Rapid so schlecht war oder die Admira gut. Aber ja, wenn man 4-0 bei Rapid gewinnt, ist das sehr stark, ja. Ich bitte um eure Fragen an die beiden. Herr Foda, wie steht es derzeit eigentlich um James Jago? Der hatte bis jetzt, abgesehen von der Partie gegen Salzburg, keine Einsatzminuten bekommen. Hat er sich vielleicht durch diese Trainingsintensität in Österreich überraschen lassen oder wie schaut es bei ihm aus? Nein, klar ist die Umstellung schon groß, wenn du von Australien nach Österreich kommst, das ist keine Frage. Er ist relativ spät zu uns gekommen, hat keine Vorbereitung mit uns absolviert, hat einen anderen Rhythmus gehabt als wir. Aber trotz allem macht er in den letzten Wochen große Fortschritte. Aber letztendlich ging es darum, dass es auch um Ausländerplätze geht. Und wir hatten schon 6 Ausländerplätze belegt. Aber sonst, wir warten natürlich auch auf die Einbürgerung. Er ist ja in Österreich geboren. Das dauert noch eine Weile. Aber ansonsten, wie gesagt, macht er einen besseren Eindruck. Und bin da sehr positiv gestimmt, dass er dann uns auch über... Grüß Gott. Kein Problem. Dass er uns auch weiterhelfen wird. Weitere Fragen? Christian, was müsst ihr machen morgen gegen die Admira, wenn die so stark aufgetreten ist? Was ist das Rezept für einen Sieg? Ja, auf jeden Fall ein Tor mehr schießen als die Admira, glaube ich. Ja, ich denke, wir haben die ganze Woche wieder gut gearbeitet. Wir müssen halt Tore schießen, das ist in der Saison noch nicht so oft gelungen. Und nein, wir werden auch nicht jetzt nach hinten schauen in den 27 Runden, was da passiert ist, sondern wir konzentrieren uns auf morgen. Und ja, morgen ist wieder ein neuer Tag, neues Spiel und wir können uns wieder neu beweisen. Und ja, was genau ausschlagen wir, ja, keine Ahnung. Wir müssen einfach, wie gesagt, ein Tor mehr schießen als die Admira. Was hast du der Mannschaft mitgegeben, dass sie morgen die Admira sportlich auffrisst? Ja, zuerst mal, dass wir positiv sind. Ja, wir haben jetzt gegen Austria Wien eine gute Mannschaft, zumindest noch einen Punkt geholt. Klar, wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, aber wir sind nach dem Rückstand zurückgekommen. Die Mannschaft hat bis zum Ende an sich geglaubt. Wir hätten dieses Spiel verlieren können, am 1-0 hatte Austria Wien eine Möglichkeit zum 2-0, die haben sie nicht genutzt, aber nach 1-1 hatten wir noch die Riesenchance, um auch dieses Spiel zu gewinnen. Ja, letztendlich haben wir gestern auch miteinander gesprochen. Es geht jetzt darum, es sind jetzt noch 9 Spiele zu absolvieren. Jetzt wird es interessant, weil jetzt geht es darum, jetzt werden die Plätze vergeben. Das heißt, einmal die Platzierung und Meisterschaft, internationale Plätze und auch Abstieg. Ja, jetzt muss man da sein in dieser Phase. Wir haben jetzt nur noch finale Spiele, ja, morgen schon das erste, was für uns sicher ein wichtiges Spiel ist. Zwar noch kein vorentscheidendes, aber schon ein wichtiges Spiel. Und ja, ich erwarte von der Mannschaft, dass sie jetzt in den letzten 9 Spielen nochmal alles abruft, ja, dass wir nochmal voll konzentriert sind, auch im Spiel, dass wir gut verteidigen, dass wir gut angreifen und dass wir auch die Torchancen, die wir auch morgen wieder bekommen werden, die müssen wir einfach ausnutzen. Ja, und da sind wir jetzt gefragt. Aber nochmals, habe trotzdem einen guten Eindruck. Die Mannschaft hat auch in dieser Woche gut gearbeitet. Wir sind gut auf Admira vorbereitet, kennen die Stärken, die Schwächen und werden heute nochmal gut trainieren, auch wie wir gegen den Ball spielen wollen, was wir im Ballbesitz tun werden. Und dann gehe ich davon aus, dass wir da morgen gut spielen.
Christian, du hast gesagt, wir müssen ein Tor mehr schießen. Franco, du hast gesagt, wir müssen die Torchancen nützen. Spielerisch sieht man ja sehr schöne Aktionen von Sturm. Woran scheitert es, dass momentan die Tore fehlen? Fehlt der finale Pass oder wird man dazu hektischer? Oder was glaubst du, woran das liegt? Du bist gefragt. Beide. Also ich, Achso. Ja, ich glaube, dass vielleicht auch ein paar Spieler so schön Spieler sind und doch nicht am letzten Abschluss gehen. Und dass, wenn man so sagen kann, dass man einfach torgeiler wird und das sollte dann bei uns sein, persönlich auch bei mir. Und das, ja, die ganze Saison halt ohne Tor noch. Und ich werde jetzt nicht zurückschauen und denken, da hätte ich eins machen können, sondern einfach wieder morgen, wenn es ergibt, eine neue Chance ist. Und ja, Torabschlüsse suchen und ja, wie gesagt, kombinieren tun wir recht gut und die Chancen müssen wir halt nützen. Ja, also einfache Tore sind auch schön. Ja, wir müssen da einfach, wie gesagt, immer wieder das gleiche Wort, entschlossener sein, noch zielstrebiger, ja, galliger sein, gieriger sein nach Tore. Ja, das müssen wir den Spielern einimpfen und sie müssen auch dann im Torabschluss überzeugt sein. Und wie gesagt, die einfachen Dinge im Fußball sind auch mal sind gut. Es ist jedes Spiel ein Endspiel, vielleicht auch ein bisschen im Hinblick auf die rote Laterne, weil da ist man ja punktemäßig doch näher dran als an den Top 3. Schauen Sie, also ich beschäftige mich jetzt nicht, was vorne und hinten los ist, sondern es ist, das wichtige Spiel ist morgen gegen Admira. Und da geht es um Platz 4. Nach wie vor haben wir es noch in der eigenen Hand, weil wir noch gegen Admira und Mattersburg spielen. Also insofern können wir beide noch hinter uns lassen. Und das ist jetzt mal unser kurzfristiges Ziel für morgen. Und dann wird man weiterschauen. Aber noch einmal, wir haben einiges verändern müssen, auch im Winter. Wir haben gute Ansätze, aber Ansätze im Fußball sind dann oft auch zu wenig, weil Spiele werden durch Tore entschieden. Davon haben wir zu wenige erzielt, das ist Fakt. Da können Sie uns auch kritisieren. Aber trotz allem glaube ich, dass es eine Entwicklung gibt. Und ich bin da positiv gestimmt und bin da auch der Überzeugung, dass wir da, wie gesagt, morgen ein gutes Spiel an den Tag legen. Aber es gibt einen Gegner. Weiß nicht, was der Gegner für einen Plan verfolgt, aber trotz allem sind wir positiv. Es gab viele positive Elemente, klar, die Ergebnisse sind nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das steht auch außer Frage. Aber man darf halt auch nicht alles nur negativ sehen, sondern wir als Trainer haben auch die Aufgabe, positive Dinge heranzuziehen. Das haben wir getan und ich bin der Überzeugung, dass morgen der ein oder andere Spieler wieder ein Tor erzielen wird. Herr Foder, wie Sie schon angesprochen haben, jetzt stehen noch 9 Spiele am Programm. Platz 4 muss das Ziel sein für Sturm. Wie hoch sehen Sie jetzt die Chancen, wirklich den 4. Platz und somit den Europa League Startplatz noch fixieren zu können? Also wir hatten ja vor der Saison, klar, wir wollten unter die Top 4. Das war auch das Ziel. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich Ziele steckt. Ob man sie dann erreicht, spielen halt viele Faktoren eine Rolle und man sieht ja auch, dass jetzt gerade in den letzten Wochen hatten wir auch einige Probleme, auch mit Verletzungen nochmals. Ich bin ja nicht da hier, um zu jammern, sondern meine Aufgabe ist es, Lösungen zu finden, dann auch mit diesen Spielern, die man zur Verfügung hat, dann das Optimum herauszuholen. Und ja, jetzt sind 9 wichtige Spiele, so wie Sie das richtig gesagt haben, und dann nach 36 Spieltagen werden wir dann sehen, auf welchem Tabellenplatz wir uns befinden. Ja, selbst der 4. Platz berechtigt ja nicht automatisch für einen internationalen Startplatz, sondern wir werden jetzt mal alles tun, um diesen 4. Platz zu erreichen. Aber dann hast du es nicht in der eigenen Hand, sondern musst ja noch auf eine andere Mannschaft hoffen, dass sie dann noch Cupsieger wird und dass diese Mannschaft dann noch unter den Top 3 ist. Ich muss mir auch noch einmal kurz um diesen 4. Platz kümmern. Der spielt natürlich eine Rolle in einer hoffentlich dann letzten Endes guten Saison. Wie wichtig ist es aber für die Psyche, also psychologisch eben wichtig, dass man jetzt diesen 4. Platz, den man gerade erst verloren hat, wieder zurückholt, um den, der letztendlich das Ziel sein muss, am Ende zu haben? Ja, letztendlich sind im Fußball immer Siege wichtig. Es gibt Vertrauen, es gibt immer wieder
mehr Punkte auf dem Konto. Und ja, wir werden auch morgen alles investieren. Wir werden morgen alles in die Waagschale werfen, um dieses Spiel zu gewinnen. Aber es gibt, das muss man halt wissen, die Liga ist sehr ausgeglichen und es gibt halt auch immer einen Gegner, der im Moment sehr gut spielt, auch sehr gut drauf ist. Das ist eine gut eingespielte Mannschaft. Aber wir sind auch in der Lage, morgen auswärts zu gewinnen. Das haben wir auch in den letzten Spielen gezeigt. Wir haben ja zweimal auswärts dort gewinnen können, 2-1. In einem wichtigen Spiel damals auch, um einen internationalen Startplatz auch im Herbst 1-0 dort gewonnen. Und ja, wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren. Wir müssen aber auch jetzt, in dieser Phase, denke ich, ist es wichtig, nicht mehr nur schön zu spielen oder gut zu kombinieren. Ja, in dieser Phase ist es ganz wichtig, da zählen die Ergebnisse und die müssen wir holen. Im aktuellen Kader vom Nationalteam steht nur ein Spieler aus der österreichischen Bundesliga. Die Frage ist, wie sehen Sie das? Sehen Sie das als gerechtfertigt und wie wird das auch bei der Euro so sein? Das ist eine Entscheidung von Marcel Koller. Aber ich würde Ihre Meinung auch interessieren dazu, wie Sie das sehen als Trainer der Bundesliga. Ich bin zwar auch Trainer von Sturm Graz, aber letztendlich entscheidet das der Marcel Koller. Er beobachtet alle Spiele in Österreich, er beobachtet auch die Spiele im Ausland. Er hat einen Kader gefunden, eine Mannschaft gefunden, die sehr gut miteinander harmoniert hat, die sich für die EM qualifiziert hat. Also insofern hat er alles richtig gemacht und er wird schon die richtigen Entscheidungen treffen. Gibt es noch eine Frage? Vom Nationalteam zurück zu Sturm. Wirst du was in der Mannschaft verändern in der Anfangsformation gegen die Admira? Ja, wir müssen etwas ändern, weil Tanchu nicht spielen kann. Er hat wieder Probleme mit seinem Fuß, was er schon mal letzte Woche hatte. Es ist wieder aufgebrochen, hat wieder einen Schlag drauf bekommen. Also er wird definitiv morgen nicht spielen können. Also da ist schon mal, wird auf jeden Fall eine Position verändert. Und ansonsten, klar, gibt es immer die Möglichkeit, ja, man macht sich ja Gedanken über den Gegner, wo hat er seine Schwächen, wo können wir vielleicht durch unsere Veränderung oder durch unsere Stärke oder eines einzelnen Spielers etwas Positives erzielen. Und also insofern ist es schon möglich, dass morgen vielleicht die Mannschaft auf der einen oder anderen Position verändert wird. Also eine Position müssen wir auf jeden Fall verändern. Wenn das die Abschlussfrage war, dann danke ich fürs Kommen. Die Mannschaft wird sich in den nächsten beiden Tagen noch auf das Spiel vorbereiten.